Guten Abend und herzlich willkommen zur Zeit im Bild. 5 Wochen nach der Landtagswahl in Niederösterreich geht alles zurück auf Start. Die ÖVP legt eine Vollbremsung hin und stoppt die Koalitionsgespräche mit der SPÖ. Jetzt wird mit den Freiheitlichen verhandelt. Die Proteste in Georgien wirken. Die Regierung zieht das umstrittene Agentengesetz zurück, das viele Freiheiten beschnitten hätte. Und überall anders sind die Corona-Besuchsregeln in den Spitälern ein Fleckerlteppich, weil jeder Betreiber selbst Einschränkungen bestimmen kann. Das Wetter morgen wird wechselhaft und mild. Unstimmigkeiten und Zweifel soll es schon seit Tagen gegeben haben, aber heute ist dann in Niederösterreich der große Knall gekommen. Die ÖVP stoppt die Koalitionsverhandlungen mit der SPÖ. Und das nach fast 6 Wochen nach der Wahl und nach vielen Gesprächen. Zuletzt ist der Ton rauer geworden. Eine flapsige Äußerung des neuen SPÖ-Chefs Hergovich war dann offenbar der letzte Tropfen. Jetzt will die ÖVP also mit den Freiheitlichen verhandeln. Auf einmal ist heute alles sehr schnell gegangen. In der Wochenzeitung Die Zeit sagt der designierte Landesparteichef der niederösterreichischen Sozialdemokraten Sven Hergovich: Bevor ich ein Übereinkommen unterzeichne, in dem nicht alle diese Punkte enthalten sind, hacke ich mir die Hand ab. Gemeint sind 5 Bedingungen, etwa eine kostenlose Ganztagsbetreuung, eine Jobgarantie für Langzeitarbeitslose oder ein Heizkostenstopp. Die ÖVP bricht darüber am Nachmittag die Verhandlungen ab. Wenn jemand wie der Herr Parteivorsitzende Sven Hergovich Forderungen aufstellt, die für uns Hürden darstellen, dann ist die Stopptaste gedrückt. Vor allem, wenn er dann sagt, wenn diese Forderungen nicht erfüllt sind, hackt er sich die Hand ab. Wenn die ÖVP kein Interesse daran hat, diese Verbesserungen mit uns für Niederösterreich umzusetzen, dann ist das natürlich okay und dann ist das zur Kenntnis zu nehmen. Die ÖVP braucht also einen neuen Partner. FPÖ-Chef Udo Landbauer erklärt sich heute bereit. Allerdings: Ich schicke voraus, dass wir nicht vergessen, dass wir versprochen haben, Johanna Mikl-Leitner als Person nicht mehr zur Landeshauptfrau zu wählen. Wie die Verhandlungen unter dieser Bedingung konkret aussehen sollen, ließ Landbauer offen. Ja, die Gesprächsbasis, die wir jetzt hergestellt haben, ist, dass das Interesse Niederösterreichs vor den persönlichen Befindlichkeiten stehen muss. Bereits heute hat es ein erstes Gespräch über den weiteren Fahrplan der Verhandlungen gegeben. Und zum Verhandlungsstopp in Niederösterreich kommt für die SPÖ noch der Dauerkonflikt zwischen Parteichefin Pamela Rendi-Wagner und ihrem Widersacher aus dem Burgenland, Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil. Rendi-Wagner setzt heute wie schon in den vergangenen Tagen auf Angriff und legt sogar noch einmal nach. Sie wirft den Parteifreunden im Burgenland schmutzige Methoden vor. Vorangegangen ist dem ein Konflikt über Geldzahlungen aus dem Burgenland nach Wien. Der Konflikt zwischen SPÖ-Parteichefin Rendi-Wagner und Landeshauptmann Doskozil erschaukelt sich weiter auf. Schon am Montag in der ZIB 2 war Rendi-Wagner wegen Doskozils regelmäßiger Querschüsse der Kragen geplatzt. Das schadet der Partei, das schwächt die Partei. Laut Bundespartei hatte die SPÖ Burgenland nach dem Interview gedroht, die Zahlung der Mitgliedsbeiträge einzustellen. Ein Missverständnis, hieß es dazu dann aus dem Burgenland, beweisen soll, dass dieser Zahlschein vom März in der Höhe von 17.000 Euro. Der Streit um die Zahlungen sei jetzt zwar beigelegt, erklärt die SPÖ-Chefin heute Vormittag. Was aber nicht erledigt ist, und das sollte auch einmal ausgesprochen werden, ist, das sind schmutzige Methoden aus dem Umfeld des Landeshauptmannes Doskozil. Und das ist eine Heckenschützenmentalität. Doskozil will darauf heute nicht reagieren. Bei einer Veranstaltung gestern Abend gibt er, der sonst nicht zimperlich ist, sich überraschend dünnhäutig. Man erlebt eigentlich komisch, man erlebt mehr Anfeindungen, mehr Beleidigung aus der eigenen Partei als aus der Bevölkerung. Nächste Woche werden Rendi-Wagner und Doskozil persönlich im Parteipräsidium aufeinandertreffen. Noch ist offen, wie diese Schlammschlacht enden wird. Interne Konflikte also weiterhin statt tatsächlicher roter Politik. Claudia Danhauser ist bei uns im Studio. Frau Danhauser, Sie sind hauptberuflich Politikbeobachterin. Welchen Eindruck macht die SPÖ auf Sie? Einen denkbar schlechten. Dabei könnte man ja annehmen, dass in Zeiten wie diesen eine sozialdemokratische Partei Themen setzen könnte, Teuerung, steigende Mieten, soziale Unsicherheit. Was die aber SPÖ aber macht, ist das, was sie seit Jahren macht. Sie ergeht sich in internen Diskussionen über Zwischenrufe aus dem Burgenland, sie beschädigt sich selbst. Und so ist die SPÖ in Umfragen nicht an der Spitze, wie man vielleicht annehmen könnte, sondern sie sackt immer mehr und mehr ab.
Da ist es wirklich nur mehr eine Frage der Zeit, bis die politischen Kontrahenten das als Chance begreifen und vorgezogene Neuwahlen ausrufen. Denn bisher hat es ja für die schwarz-grüne Regierung angesichts dieser Themen nicht so rosig ausgeschaut. Und man hat auch davon ausgehen können, dass sie durchdient bis zum Ende der Legislaturperiode nächstes Jahr. Das ist vielleicht bald nicht mehr so der Fall, denn die Ausgangslage wird, wie gesagt, besser. Und für die FPÖ ist sie das sowieso. Beide, Doskozil und Randy Wagner, scheinen in ihren Positionen irgendwie einbetoniert. Es ist fraglich, ob es da eine Annäherung geben kann. Fällt Ihnen ein Ausweg aus Sicht der SPÖ ein? Nein, die SPÖ ist in einer klassischen Lose-Lose-Situation. Pamela Rendi-Wagner ist zwar in diesen Tagen angriffiger, als sie es bisher immer war, aber das hätte sie wohl früher machen müssen. Und der burgenländische Landeshauptmann, der hätte wohl auch früher sagen müssen, ich will die Partei übernehmen. Und sagt sie bisher jetzt auch nicht. Beiden Persönlichkeiten ist aber nicht wirklich zuzutrauen, dass sie diesen Spalt, den es in der SPÖ gibt, überwinden. Parteiintern traut man das eigentlich nur einem zu, nämlich dem Wiener Bürgermeister, aber Michael Ludwig ziert sich. Kann es einen anderen Dritten geben? Wohl nicht, angesichts der politischen Menschen, die in allen Parteien in Österreich zur Verfügung stehen, dem Mangel an politischem Personal eigentlich, ist das eher unwahrscheinlich. Dankeschön, Claudia Danhauser, für diese Analyse bei uns im Studio. Und in der ZIP 2 ist dann dazu heute der niederösterreichische Landesparteichef Sven Hergovich, den wir vorher schon gesehen haben, zu Gast bei Marie-Claire Zimmermann um 22 Uhr in ORF 2. Diese Trümmer, sie zeugen von der schwersten Angriffswelle seit Wochen, die die Ukraine in der vergangenen Nacht erlebt hat. Mehr als 80 Raketen hat Russland auf Ziele im ganzen Land abgefeuert. Auch in der Hauptstadt haben wieder die Sirenen geheult. Mindestens 9 Menschen sind getötet worden. Und Alarm hat es auch im AKW Saporischschja gegeben. Wieder ist die Sorge groß um die Sicherheit des Atomkraftwerks. Die russische Hyperschallrakete hat wenig übrig gelassen von diesem Haus. Mindestens 5 Tote werden aus der Region Lemberg gemeldet, alle Zivilisten. Das Haus meiner Schwester wurde getroffen. Ich habe noch gehofft, aber die Familie hat nicht überlebt. Der Raketenterror trifft auch eine Busstation in Cherson, ein Wohngebiet in Kiew und auch wieder die zivile Infrastruktur. Einmal mehr fällt die Stromversorgung im AKW Saporischschja aus. Einmal mehr hängt die Kühlung der Reaktoren von Dieselgeneratoren ab. Einmal mehr fordert die Wiener Atombehörde ein Ende der Kämpfe in der Gegend. Es sei ein Glücksspiel und wenn es so weitergehe, dann werde uns das Glück eines Tages verlassen. One day our luck will run out. Düstere Worte an einem schlimmen Tag. Der Krieg, das waren zuletzt die Kämpfe an der Front, die Schlacht um Bachmut. Mit den heutigen Angriffen ist er zurück im Rest des Landes. Ich gehe ins Bett, so diese Frau, und weiß nicht, ob ich am nächsten Tag aufwache. Es kann in der Ukraine jeden treffen, überall. Die Raketen in der Hauptstadt Kiew hat auch unser Korrespondent Christian Werschütz gehört und miterlebt. Herr Werschütz, wie sehr haben diese Angriffe die Menschen in Kiew überrascht? Oder rechnet man auch nach einer längeren Kampfpause jederzeit damit, dass sowas passieren kann? Nein, natürlich rechnet man nicht jederzeit damit, dass sowas passieren kann. Und heute um 5.45 Uhr Ortszeit, also 4:45 österreichischer Zeit, als es plötzlich so gekracht hat und wir dann gesehen haben, Rauchsäulen in weiterer Entfernung, dann weiß man natürlich, man lebt wieder in einem Kriegsgebiet, wo jederzeit ein Beschuss durch russische Raketen erfolgen kann. Aber man gewöhnt sich natürlich nie daran, aber die, wie soll man sagen, die Aufmerksamkeit lässt natürlich nach, wenn viele Zeit oder lange Zeit nichts passiert. Und das ist das Teuflische an dem Ganzen, weil man natürlich nie weiß, wo es einschlägt und einschlagen kann es immer und überall und das ist die große Gefahr für viele Menschen, immer am falschen Ort zur falschen Zeit zu sein. Russland hat ja gemeint, vor allem wieder Infrastruktur angegriffen zu haben. Auch das Atomkraftwerk Saporischschja war da betroffen. Zum 6. Mal schon in diesem Krieg musste man dort in den Notbetrieb gehen. Warum treibt Russland dieses gefährliche Spiel mit dem AKW? Ist das Absicht?
Das glaube ich nicht, dass das Absicht ist, weil Russland nicht viel davon hat. Wir haben hier natürlich gerade beim AKW Saporischschja, das wissen wir also auch aus vergangenen Fällen, immer wieder ein Tauziehen zwischen beiden Seiten. Und beide Seiten nutzen das Atomkraftwerk natürlich, um die jeweils andere Seite der Verantwortungslosigkeit zu zeigen. Aber die russische Seite hat jetzt vor kurzem bekannt gegeben, dass das AKW wieder mit Strom versorgt wird und dass eine Herstellung des am vorigen Zustandes der fünften und sechsten Reaktorblöcke möglich sein soll, relativ rasch. Aber das ist immer ein riesiger Unsicherheitsfaktor, denn einmal kann die Kühlung auch wirklich ausfallen und das ist hier ein Nervenkrieg und es ist wirklich eigentlich traurig, dass offensichtlich auch die internationale Gemeinschaft nicht genug Druck auf diese Kriegsparteien ausübt, dass man endlich wirklich zum Beispiel eine entmilitarisierte Zone um dieses Atomkraftwerk bilden kann, denn verhandelt wird ja darüber bereits seit Monaten. Mit Baltic TV weiterhin groß danke, Christian Werschütz, für diese Informationen aus der Ukraine. In Israel haben heute tausende Menschen im ganzen Land gegen die geplante Justizreform protestiert, bei einem Tag der Störung, wie es genannt wurde. Demonstrantinnen und Demonstranten haben viele Straßen blockiert, sogar auf dem Meer eine Sperre errichtet an der Hafeneinfahrt von Haifa. Alles, um die Reform zu verhindern, die die Regierung Netanyahu vorantreibt. Die würde dem Parlament erlauben, Entscheidungen des Höchstgerichts mit nur einfacher Mehrheit zu kippen. Vor wenigen Minuten hat auch der israelische Präsident Herzog die geplante Reform neuerlich heftig kritisiert. Er sagt, was in Israel passiere, sei eine Katastrophe. Nichts geht mehr am Flughafen von Tel Aviv. Für sie beginnt der Tag mit einem langen Fußmarsch. Ich bin aus dem Taxi gesprungen und gehe zu Fuß, damit ich meinen Flug noch erwische. Wir werden nicht nachgeben. Wir lassen ihn nicht tun, was er will. Wir bleiben frei. Israel ist ein freies Land. Israel ist ein freies Land. Die Zufahrtsstraßen blockieren. Eine Italienreise des Regierungschefs soll verzögert werden. Aber der kommt einfach mit dem Hubschrauber. Am Flughafen trifft Benjamin Netanyahu noch US-Verteidigungsminister Lloyd Austin, der das Areal wegen der Proteste gar nicht erst verlässt. Im ganzen Land Störaktionen. Demonstranten besetzen wichtige Verkehrsverbindungen. Die Justizreform mit der weitgehenden Entmachtung des obersten Gerichtshofes lässt viele das Ende der Demokratie in Israel befürchten. Israel hat keine geschriebene Verfassung, die die Rechtsordnung und die Gewaltentrennung schützen würde. Und wir sind auch nicht Teil internationaler Organisationen wie der EU. Das heißt, die Gefahr demokratischer Rückschritte ist hier viel größer als in anderen Ländern. Nur vereinzelt kommt es bisher zu Zusammenstößen mit der Polizei. Auch im dritten Monat der Proteste gegen die Justizreform verlieren die Demonstrationen nicht an Kraft und Intensität. Ein Kompromiss mit der Regierung zeichnet sich allerdings weiter nicht ab. Noch ist der Tag des Widerstands hier in Israel nicht zu Ende. Auch Georgien hat heftige Tage und Nächte hinter sich mit Massenprotesten und Straßenschlachten. Aber die Demonstrierenden dürften sich vorerst einmal durchgesetzt haben. Die Regierung zieht nämlich den Stein des Anstoßes zurück. Ein Gesetz, das Organisationen, die aus anderen Ländern Geld bekommen, als ausländische Agenten eingestuft hätte. Ein ähnliches Gesetz gibt es seit 2012 schon in Russland. Und das hat dort zur Schließung von unabhängigen Medien oder auch Menschenrechtsorganisationen geführt. Georgien liegt südlich von Russland am Schwarzen Meer. Etwa 18% der Fläche des Landes stehen nicht unter Kontrolle der georgischen Regierung. In Abchasien und Südossetien sind hingegen russische Truppen stationiert. Georgien war ja früher Teil der Sowjetunion, strebt jetzt aber einen Beitritt zur EU und zur NATO an. Aber Gesetzesvorhaben in jüngster Zeit, wie auch das geplante Gesetz gegen ausländische Agenten, die sind für manche Hinweis darauf, dass sich die Regierung wieder mehr Russland zuwenden könnte. Mit ein Grund, warum die Proteste in der Hauptstadt Tiflis so vehement gewesen sind. Es ist ein Scherbenhaufen, der nun beseitigt werden muss. Nach massiven Protesten und Krawallen zieht die Regierung die Notbremse. Wir kippen den Gesetzesentwurf. Bei der nächsten Parlamentssitzung wird niemand mehr dafür stimmen. Damit sollte die Sache erledigt sein. Doch so einfach ist es nicht. Die Opposition traut der Regierung nicht und will mit den Protesten weitermachen, bis das umstrittene Gesetzesvorhaben endgültig vom Tisch ist und alle Festgenommenen wieder frei sind. Dieses russische Gesetz sei gegen Georgiens EU-Ambitionen.
In Tiflis war die Stimmung in den letzten Tagen am Siedepunkt. Viele befürchten, das sogenannte ausländische Agentengesetz könnte wie in Russland ein Schritt Richtung autoritäre Herrschaft sein. Eine heikle Situation für das kleine Land im Vorhof Russlands, das ohnehin aufpassen muss, im Widerstreit geopolitischer Interessen seine Unabhängigkeit zu bewahren. Die Österreicherinnen und Österreicher sind traditionell sehr klassisch konservativ, wenn es ums Geldsparen geht. Das zeigt auch das aktuelle Wachstum wieder bei den Bausparverträgen. Die waren ja lange Zeit wegen Niedrigzinsen höchst unbeliebt. Jetzt aber scheint es eine Trendwende zu geben. Darauf weisen heute Bankenvertreter hin, die naturgemäß Interesse an dem Geschäft haben. Vor dem Ziegelschupfen kommt der Bausparvertrag. Das ist zumindest die Idee. Derzeit schließen aber auch viele einen Bausparer ab, die keine Baupläne wälzen. Im Jänner und Februar haben insgesamt 108.000 Menschen einen Bausparvertrag abgeschlossen, ein Plus von 75% gegenüber Jänner und Februar des Vorjahres. Ein Grund: bei normalen Sparbüchern haben Banken die Zinsen kaum erhöht, beim Bausparen müssen sie das aber tun. Beim normalen Sparbuch ist es so, dass die Bank quasi den Zinssatz vorgibt. Beim Bausparen habe ich das nicht, da steigt der Zinssatz mit, auch wenn das Zinsniveau steigt. Also da profitiere ich eigentlich von den steigenden Zinsen, wie es momentan ist. Aber auch die Zinsen beim Bausparen sind noch immer weit unter der Inflationsrate. Trotzdem sind Bausparverträge beliebt, im Gegensatz zu Bauspardarlehen. Hier sinkt die Nachfrage, auch weil Banken seit Sommer strenger bei der Kreditvergabe sein müssen. Grundsätzlich sei das auch in Ordnung, sagen die Bausparinstitute, aber wir wollen aber nur eine Ausnahme haben für Junge, dass man sagt, okay, bis zu 30 Jahren beim Ersterwerb etc., dort, wenn eine gewisse Einkommensdynamik auch zu erwarten ist, dass wir da eine Flexibilität haben. Denn gerade für junge Menschen am Anfang einer Berufskarriere sei es derzeit schwierig, einen Wohnbaukredit zu bekommen. Selbst wenn absehbar ist, dass sie bald deutlich mehr verdienen werden. Die meisten Corona-Regeln in Österreich sind abgeschafft. Die meisten. Denn in Altenheimen, Pflegeheimen und Spitälern gilt bis Ende April noch eine FFP2-Maskenpflicht. Und dann gibt es noch die Hausregeln. Wie viele Besucherinnen in welchem Zeitraum kommen dürfen, regeln die Betreiber selbst. Und so ist Österreich wieder mal ein großer Fleckerlteppich an Regeln. Ein Besucher pro Tag und Patient, und der Besuch soll auch nicht länger als eine halbe Stunde dauern. In den steirischen Spitälern gelten auch nach Ende der Covid-Beschränkungen sehr strenge Regeln. Auch im Landeskrankenhaus Innsbruck wird nur ein Krankenbesuch pro Tag ermöglicht. Es hat zum Beispiel schon vor Covid das Gefühl gegeben, die Menge der Besucher ist nicht das Problem, die Menge zugleich ist das Problem. Die Ein-Besucher-Regel sieht man in Tirol aber flexibel. Es ist immer noch die Station ausschlaggebend und wir sind nicht päpstlicher als der Papst. Wenn die Station sagt, das geht schon, dann geht das auch. Die Regeln sind in allen Bundesländern unterschiedlich. In Niederösterreich kann jedes Krankenhaus für sich entscheiden, wer wann wie oft Besuch bekommt. In Oberösterreich und in Vorarlberg sind immerhin 2 Besuche pro Tag und Patient erlaubt. 3 Besuche pro Tag ermöglichen die Spitäler des Wiener Gesundheitsverbundes. Wie sehen das die Betroffenen? Finde ich richtig. Für den Patienten gegenüber. Ich glaube, es ist schon gut, wenn es ein bisschen reglementiert ist, das sozusagen, weil oftmals sind es ja doch 4 Bettzimmer. Der Patientenanwalt fordert mehr Flexibilität. Nach konkreter Absprache mit der Stationsleitung, mit den Pflegekräften vor Ort, die am besten die Situation im konkreten Zimmer kennen. Auch wenn, wie im Burgenland, Salzburg oder in Kärnten, keine Obergrenzen für Besucher mehr gelten, die Besuchszeiten werden nun genauer kontrolliert. Um Mutterschaft und Rassismus geht es im französischen Filmdrama Saint-Omer. Das hat bei den Filmfestspielen von Venedig für Aufsehen gesorgt und ist mit dem großen Preis der Jury ausgezeichnet worden. Der Streifen erzählt die Geschichte einer Frau, die ihre kleine Tochter umgebracht haben soll, ähnlich wie die Medea in der griechischen Mythologie. Morgen ist Kinostart. In dem nordfranzösischen Ort Saint-Omer ist eine Frau des Mordes angeklagt. Sie soll ihr Baby nachts bei starkem Wellengang an den Strand gelegt und es seinem Schicksal überlassen haben. Können Sie sagen, wieso Sie Ihre Tochter töteten? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass ich es durch diesen Prozess verstehe. Eine schwangere Schriftstellerin verfolgt den Prozess fasziniert vom Zuschauerbereich aus und meint, Parallelen zwischen ihrer eigenen Lebensgeschichte und jener der Angeklagten wiederzuerkennen. Du bist nicht sie. Es ist nicht dein Leben. Der Film basiert auf einer wahren Begebenheit, die 2016 Frankreich schockierte und Diskussionen über Rassismus und Standesdünkel entfachte. Regisseurin Alice Diop wohnte dem Prozess damals bei.
Die menschliche Seele ist ein Mysterium. Literatur und Film können versuchen, sie zu ergründen und Fragen aufzuwerfen, auch wenn diese nicht immer beantwortet werden können. Saint-Omer ist ein beeindruckender und zugleich beklemmender Film über eine Tat, die unvorstellbar scheint. Und das sehen Sie gleich noch hier bei uns. Erst ist der Sport dran und da erfahren Sie gleich, warum der FC Bayern München jetzt als Topfavorit auf den Gewinn der Fußball-Champions League gilt. Die Seitenblicke melden sich vor den Oscars wieder aus Hollywood. Heute mit Österreichs Promi-Kochexpert Wolfgang Puck. Aus dem Beta-Studio meldet sich gleich Markus Watzak. Wir verabschieden uns noch. Einen angenehmen Abend. Auf Wiedersehen.